Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren virtuellen Pressbriefing des Science Media Center. Heute möchten wir über RNA-Impfstoffe sprechen. Und wenn man in der Literatur zu Impfstoffkonzepten sucht, dann kann man häufig lesen, dass R-Impfstoffe ein großes Potenzial für Pandemiesituationen aufweisen, da man die RNA-Sequenz schnell an den neuen Erreger anpassen könne, die Impfstoffe sicher seien und rasch in großen Mengen produziert werden könnten. Nun sind wir in einer solchen Pandemiesituation und möchten diese noch recht neue Variante der Impfstoffherstellung und ihr Potenzial besser verstehen. Wie funktionieren diese Impfstoffe? Welche Kandidaten gibt es genau? Und worin unterscheiden sich verschiedene RNA-Impfstoffkandidaten? Und zu diesem Anlass haben wir auch ein Factsheet für Sie zusammengestellt, welches Sie innerhalb der nächsten Stunden zugeschickt bekommen und auf unserer und dann ab morgen runterladen können. Dieses liefert ein paar Hintergrundinformationen zu den RNA-Impfstoffen, auch gerade jetzt im Hinblick auf die Corona-Krise. Und heute, jetzt haben Sie aber erstmal die Chance, Ihre Fragen zu diesen Impfstoffen an die Entwickler zu stellen. Also bis jetzt an einen Entwickler. Wir warten noch auf die zweite. Und außerdem begrüße ich heute Herrn Psychotech vom Paul-Ehrlich-Institut. Hallo. Hallo. Ich bitte die Journalisten, dass sie ihre Fragen bitte stellen können, und zwar über die Chat-Funktion. Wir werden diese dann hier sammeln und an die Experten weitergeben. Jetzt möchte ich mal anfangen mit Herrn Professor Dr. Wu Shaheen. Er ist Vorstandsvorsitzender der Firma BioNTech in Mainz und darüber hinaus Professor für die experimentelle Onkologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Hallo, Herr Shaheen. Genau, bisher wurde ja noch kein RNA-Impfstoff zugelassen und Sie forschen an RNA-Impfstoffen. Und gerade jetzt, bei SARS-CoV-2 haben Sie auf dieses Pferd der RNA-Impfstoffe gesetzt. Und wir würden gerne verstehen, wie weit sind Sie und wo sehen Sie die entscheidenden wissenschaftlichen Hürden bei der Herstellung dieser Impfstoffe? Ja, wir haben ja letzte Woche auch über eine Presseerklärung des Paul-Ehrlich-Instituts gehört, dass wir für unseren ersten Impfstoff eine Zulassung für eine klinische Prüfung bekommen haben. Das ist der erste Schritt, um einen Impfstoff, der zunächst mal präklinisch untersucht worden ist, auch klinisch zu testen. Wir haben für unseren Impfstoff uns zunächst mal orientiert daran, welche Oberflächenstrukturen und Merkmale des Virus für eine Impfstoffentwicklung in Frage kommen. Und da gibt es auch aufgrund aufgrund der Ähnlichkeit dieses Virus zu einer Virusfamilie war von Anfang an klar, dass es das sogenannte Spike-Protein als Kandidat für den Impfstoff in Frage kommt. Und daran haben wir uns orientiert, haben also verschiedene Fragmente, verschiedene Teile des Spike-Proteins getestet. Und was wir mit mRNA-Impfstoffen machen, wir nehmen ein mRNA-Impfstoff ist eine genetische Information, die dann dem Impfenden zugeführt werden muss. Und diese Information trägt jetzt in unseren Impfstoffen einen Teil oder die gesamte Information dieses Spike-Proteins, um eine Immunantwort zu induzieren. Wir stehen jetzt vor der klinischen Testung, haben präklinische Resultate, die darauf hinweisen, dass das auch klinisch funktionieren könnte. Ja, leider ist Frau Mariola Fotimnicek immer noch nicht da. Die würde ich natürlich auch gerne fragen, warum die Firma CureVac, die zweite Firma in Deutschland, die auf dieses Pferd gesetzt hat, sich damit beschäftigt. Aber leider ist sie noch nicht im Chat beigetreten. Deswegen gehe ich jetzt mal weiter zu Herrn Psychotech. Er ist Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. Sie sitzen in Langen in Hessen. Und verantworten die Zulassung von medizinischen Produkten sowie dieser RNA-Impfstoffe. Welche behördlichen Hürden gibt es denn auf dem Weg zu dieser Zulassung?
Und zum einen ist es eine Genehmigung der klinischen Prüfung, das müssen wir von der Zulassung unterscheiden, weil Zulassung ist die Endabnahme, bevor Impfstoffprodukte vermarktet werden können und breit angewandt werden können. Es handelt sich hier um eine erste klinische Prüfung, aber da wir natürlich die Entwicklung beschleunigen wollen, haben wir auch gleich zugestimmt, dass es eine Kombination von Phase 1 und Phase 2 ist. Das heißt, da werden normalerweise klinische Prüfungen separat gemacht, aber in diesem Fall konnten wir einer Kombination zustimmen, die zwischendurch aber natürlich damit verbunden ist, dass uns noch Daten vorgelegt werden, die dann evaluiert werden von den Experten und Expertinnen des Instituts und dann werden die weiteren Genehmigungsschritte unternommen. Wir haben natürlich Anforderungen, die sich ganz normal ergeben. Es ist notwendig, dass Sie eine qualitätsgesicherte Herstellung nachweisen, denn das Prüfmaterial muss ja für die Anwendung am Menschen geeignet sein und da ist die Herstellung schon mit einigen Anforderungen verbunden, die normalerweise bei einer Herstellung im Labor nicht gewährleistet sind. Das bedingt auch, dass die zuständige Landesbehörde eine Herstellungserlaubnis erteilt hat. Da werden übrigens bei einer vorhergehenden Inspektion auch die Experten und Expertinnen des Paul-Ehrlich Instituts hinzugezogen. Der nächste Schritt sind dann einige präklinische Untersuchungen, wie wir sagen. Das heißt, das sind Untersuchungen im Labor oder am Tier, aber auch unter bestimmten Qualitätssicherungsbedingungen. Und hier war es selbstverständlich notwendig nachzuweisen, dass die mit dem speziellen Herstellungsprogramm des Antragstellers hergestellten Produkte in der Lage sind, eine Immunantwort zu erzeugen. Das wird am Tier gemacht. Normalerweise in der Maus, denn Sie wollen ja sicher sein, dass die Konstrukte dann auch tatsächlich die Erbinformation für das Spike-Protein oder einen Teil davon auf wenige Körperzellen übertragen können. Diese Körperzellen bilden dann den Erregerbestandteil, der ungefährlich ist und dann springt das Immunsystem an und erzeugt eine Immunantwort. Zweitens, die Immunantwort sollte spezifisch sein. Wir sollten hier unterscheiden, die präventiven Impfstoffe, die spezifisch sind, mit denen wir es hier zu tun haben. Es gibt ja neuerdings auch einige Ansätze, wo andere Impfstoffe, andere immunstimulatorische Effekte eingebracht werden sollen, um generell möglicherweise auch therapeutisch zu helfen. In diesem Fall handelt es sich wirklich um einen spezifischen Ansatz. Dann ist es natürlich notwendig, generell toxikologisch nachzuforschen, ob es Anzeichen für Risiken gibt. Das muss man tun, damit man hinterher weiß, dass zumindest das Risiko für die ersten Probanden, wenn der Impfstoff im Rahmen der klinischen Prüfung dann angewandt wird, gering sind und überschaubar sind. Und vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, neben der Genehmigung der klinischen Prüfung durch das Paul-Ehrlich-Institut, selbstverständlich immer auch eine zustimmende Bewertung der Ethikkommission notwendig. Also nachher, wenn jetzt nach der ersten klinischen Prüfung der Impfstoff nicht gefährlich ist, wie geht das dann, wie testet man weiter oder welche Kriterien muss dieser Impfstoff aufweisen, um nachzuweisen, dass er wirklich wirksam ist? Reicht da der Antikörpernachweis oder ist es dann so, dass man Freiwillige fragt, ob sie sich nach einer Impfung auch infizieren lassen würden? Okay, zunächst ist es so, dass nach der Phase 1 der klinischen Prüfung, die tatsächlich normalerweise an wenigen Probanden, die alle aufgeklärt sein müssen und zustimmungsfähig sein müssen und Zustimmung gegeben haben müssen, durchgeführt wird. Und die Phase 1 wird normalerweise durchgeführt an gesunden Erwachsenen, damit man das ganz normale Immunsystem hier betrachtet und sieht, dass tatsächlich der Impfstoff eine spezifische Immunantwort erzeugt. Dann ist es natürlich so, dass in weiteren klinischen Prüfungen der Phase 2 auch nochmal die Sicherheit, wie wir sagen, des Impfstoffs angesehen wird und eine genauere Dosisbeschreibung. Denn wir müssen wissen, wird der Impfstoff einmal oder zweimal gegeben, um eine gute Immunantwort hervorzurufen, die optimale und möglichst, dass auch alle Probanden, die den Impfstoff bekommen, tatsächlich eine Immunantwort erzeugen. Und mit welcher Dosierung passiert das? Dosierung in diesem Falle ist ja das Gemisch der spezifischen RNA, die für das Spike-Protein oder einen Teil davon
kodiert zusammen mit dem Transfektionsreagenz, wie wir sagen, mit den Liquid-Nanopartikeln, die dafür sorgen, dass diese Erbinformation auch von wenigen Körperzellen übernommen wird. Die Wirksamkeit tatsächlich kann in diesem Fall ermessen werden in der Epidemie oder in der Pandemie, denn wir haben ja doch eine Menge von Personen, die besonderen Risiken hier der Infektion ausgesetzt sind. Das sind Personen, Pfleger, medizinisches Hilfspersonal, Ärzte, die sozusagen natürlicherweise einem Challenge ausgesetzt sind. Und wir würden in diesem Falle bei einer Wirksamkeit wahrscheinlich Anträge bekommen, wo dann eine große Personenzahl, das können schon mehrere tausend, vielleicht noch mehr Personen sein, geimpft würden. Es muss eine Zeit lang abgewartet werden. Es wird eine Kontrollgruppe gemacht, in der gemessen wird, ohne Impfung, wie viele Personen ähnlicher Spezifikationen werden tatsächlich in der Zeit infiziert. Und das wird verglichen mit der geimpften Gruppe, in der dann die Infektionen hoffentlich nicht vorkommen. Und so kann man die Wirksamkeit eines Impfstoffs ermessen. Worauf Sie ansprechen, es gibt eine gewisse fachliche Diskussion zu sogenannten Human Challenge Trials. Das können wir vielleicht später nochmal abhandeln, aber das ist nicht der Trend. Also wichtig ist, die Wirksamkeit zu ermessen und in diesem Falle tatsächlich anhand der Infektionsrate der geimpften Gruppe relativ zu einer Kontrollgruppe. Und es gibt natürlich bei anderen Impfstoffen immer noch die Möglichkeit, über gewisse Surrogatmarker, wie wir das sagen, zu messen, ob ein Impfstoff wirksam sein kann oder nicht. Aber dazu müsste bekannt sein, welcher Teil des Immunsystems mit welcher Frequenz anspringt. Das könnten dann neutralisierende Antikörper mit einem bestimmten Titer sein, die erhoben werden, um nachzuweisen, dass ein Impfstoff wirksam ist. Da wir das aber bei den Covid-19-Impfstoffen hier nicht wissen, wäre es angesagt, in der Epidemie zu testen und eine Kontrollgruppe versus einer geimpften Gruppe zu nehmen. Ja, bald werden in der ersten Studie, glaube ich, Personen zwischen 18 und 55 Jahren getestet. Nun sind ja von dem Virus vor allem sehr alte Menschen betroffen. Wie kann man davon ausgehen, dass der Impfstoff dann vielleicht auch bei den, also auch bei den alten Menschen wirksam ist? Man kann davon nicht ausgehen, deswegen muss man das messen. Und deswegen hat Herr Schein und andere auch eingebaut in die klinischen Prüfungen, nicht gleich der Phase 1, aber der Phase 2, genau solche Personengruppen ebenfalls zu impfen. Und wir wissen von anderen Impfstoffen tatsächlich, dass so etwa ab 60 Jahre alt das Immunsystem etwas schwächer anspringt. Und demzufolge ist es manchmal so, dass entweder Immunverstärker eingesetzt werden müssen oder eine größere Menge, in diesem Falle RNA als Wirkstoff, um eine entsprechende Immunreaktion hervorzurufen. Das ist eine wichtige Erhebung, selbstverständlich, gerade in diesem Zusammenhang, da ja Personen ab einem Alter von 60 Jahren zu einer besonderen Risikogruppe in Bezug auf schwere Krankheitsverläufe gehören. Ja. Herr Sahin, nochmal eine generelle Frage, bevor wir jetzt die Fragen von den Journalisten mit einfließen lassen. Es gibt ja auch viele andere Strategien für Impfstoffe. Warum glauben Sie denn, dass die RNA-Impfstoffe besonders großes Potenzial haben? Ja, es gibt auch andere Impfstoffklassen, die großes Potenzial haben. Ich kenne mich nur mit einigen Impfstoffklassen aus. Wir setzen auf mRNA aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass es ein Impfstoff ist, welches sich sehr schnell auch in großen Mengen herstellen lässt. Und eines der Vorteile, nämlich die schnelle arzneimittelkonforme Herstellung, hat uns auch geholfen, dass wir jetzt hier einen Impfstoff auch sehr zügig klinisch testen können. Der zweite wichtige Aspekt ist, es ist eine Arzneimittelklasse, die im Körper sehr schnell wieder abgebaut wird. Es macht es hinterlässt keine Rückstände, was sicherheitstechnisch rein rational sehr, sehr gut ist. Wir wissen, dass RNA-Impfstoffe auch mit einem eigenen Adjuvant, also einer eigenen Immunstimulation kommen und dadurch ist es nicht notwendig, ein zusätzliches Adjuvans in den Impfstoff reinzubringen. Und wir haben in den letzten 20 Jahren Forschung auch sehr viel Erfahrung damit gesammelt, wie wir mit diesem Impfstoff besonders starke T-
T-Zellen, das ist eine Komponente des Immunsystems, aber auch als Antikörperantworten induzieren können. Und haben jetzt ein Werkzeug in der Hand, mit dem wir glauben, dass wir präzise das Immunsystem anleiten können. Das sind die wesentlichen Vorteile, die ich sehe. Wenn Sie mir eine kurze Information erlauben, dann möchte ich nochmal auf Impfstoffe im Allgemeinen eingehen. Wir unterscheiden gerne zwischen den inaktivierten Impfstoffen und den Lebendimpfstoffen. Beispiele für Lebendimpfstoffe, das sind dann abgeschwächte Impfviren, wäre die Masern-, Mumps-Röteln-Impfung, die wir alle kennen. Und die anderen sind die inaktivierten Impfstoffe. Beispiele dafür sind die üblichen Impfstoffe gegen Hepatitis oder Pertussis oder andere Krankheiten. Wir sind ja in diesem Falle im Feld der Virusimpfstoffe und wir würden zu den inaktivierten Impfstoffen auch zählen die RNA-DNA-Impfstoffe. Es gibt aber auch Ganzvirusimpfstoffe, wo der gesamte Erreger herangezogen wird und dann inaktiviert wird mit Methoden und sozusagen die Erregerbestandteile komplett als Impfstoff gegeben werden und sogenannte Subunit-Impfstoffe. Da werden dann Teile dieses inaktivierten Erregers gereinigt und als Impfstoff gegeben, was auch rekombinant passieren kann. Und die Vektorimpfstoffe liegen irgendwo zwischen den lebend attenuierten und den inaktivierten Impfstoffen, weil sie ja ein gewisses, Leben ist es bei Viren sowieso nicht, aber eine einmalige Replikation sozusagen, ein einmaliges Überführen der Erbinformation, der ungefährlichen des Erregers bewirken können. Das heißt, inaktivierte, lebend und dazwischen die Vektorimpfstoffe. Und wir haben auf der WHO-Liste inzwischen bis zu 80 Impfstoffprojekte, die weltweit laufen, mit all diesen Spielarten. Und wir haben insgesamt momentan etwa 7 klinische Prüfungen, die da gelistet werden. Eine davon, die von BioNTech jetzt unternommene klinische Prüfung. Genau, ich möchte da auch nochmal jetzt darauf zurückkommen, nochmal auf den RNA-Impfstoff. Sie haben es gerade erklärt, warum die Vorteile. Aber es bleiben noch Restrisiken bestehen, oder nicht? Und wenn ja, welche Risiken gibt es denn doch? Also natürlich ist, wie bei jeder Arzneimittelentwicklung, gibt es eine ganze Reihe von Restrisiken. Das erste ist, dass natürlich die immunstimulierende Aktivität der RNA auch zu Nebenwirkungen führen kann. Das ist ja bei Impfungen grundsätzlich der Fall. Jeder, der geimpft wird, weiß, dass dann der Arm ein bisschen wehtun kann, einige Tage, dass Müdigkeit entstehen kann, sogar ein bisschen Fieber entstehen kann. Und das sind Aspekte, die auch die Verträglichkeit eines Impfstoffs bestimmen. Und die werden auch im Rahmen dieser klinischen Studie überprüft, ob diese Nebenwirkungen auftreten, ob zum Beispiel Kopfschmerzen auftreten und wenn ja, in welcher Intensität, wie lange sie andauern. Wir untersuchen ausgiebig auch Veränderungen im Blut, die zum Beispiel Hinweise geben können auf Organschäden und wir überprüfen die Probanden eben nicht nur die 48, 72 Stunden nach der Impfung, sondern die Probanden kommen in gewissen Zeitabschnitten wieder. Der letzte Besuch ist 6 Monate nach der Impfung, damit wir entsprechend auch für diesen Zeitraum bestimmte potenzielle Nebenwirkungen auch erfassen können. Hm. Bei Impfungen, die Impfungen grundsätzlich gehören zu den Substanzklassen, die das kann Herr Sichutek sicher viel genauer darstellen, von denen erwartet wird, dass sie besonders sicher sind, weil sie ja und besonders verträglich sind, weil sie an so vielen Personen auch appliziert werden müssen. Und dementsprechend reicht es halt nicht aus, dass man das für eine kleine Gruppe von Personen macht, sondern deutlich mehr freiwillig in klinischen Studien testet, um die Restunsicherheit einer Nebenwirkung, die vielleicht in dieser Gruppe nicht aufgetreten ist, aber die auftreten würde, wenn man 10.000, 100.000 Personen diesen Impfstoff appliziert, dass man die noch bestimmen kann. Und dementsprechend, weil wir diese Anforderungen haben, ist es notwendig, da eine kritische Anzahl von Probanden dann auch klinisch zu testen.
Ja. Vielleicht darf ich ergänzen, dass es tatsächlich so, wie Herr Schein das gesagt hat, dass wir bei der Zulassung darauf achten, dass der Nutzen der Impfstoffe weit überwiegt gegenüber den Risiken. Das bedeutet, dass wir zwei Arten von Nutzen im Blick haben müssen. Das ist einmal der individuelle Nutzen, aber dann auch der Public Health Nutzen dann natürlich auch eine Rolle spielt. Bei den Ja. Risiken sind zu unterscheiden die bei Impfstoffen ganz normalerweise auftretenden Probleme, manchmal durch Anspringen des Immunsystems. Gibt es vorübergehendes Fieber oder Kopfschmerzen oder Unwohlsein? Das sind aber alles akzeptable und vorübergehende Nebenwirkungen. Trotzdem gibt es also durchaus aber Notwendigkeiten für uns einzugreifen. Es hat sich gezeigt, dass bei bestimmten Impfstoffen vor Jahren oder einem Jahrzehnt tatsächlich das Fieber doch sehr stark war und in solchen Fällen werden dann manchmal bestimmte Inhaltsstoffe aus dem Impfstoff entfernt oder andere Maßnahmen ergriffen, um hier Verbesserungen zu schaffen. Da kommt es aber auch darauf an, werden solche Impfstoffe jetzt für die Erwachsenenpopulation hergestellt und sind sie dafür zugelassen und indiziert oder werden sie an Kindern angewandt, wo wir natürlich nochmal andere Maßgaben dazu haben. Und ansonsten gehen wir aber davon aus, dass Impfstoffe und das tatsächlich so eine der sichersten Arzneimittelklassen ist, wegen dieses Nutzen-Risiko-Verhältnisses, wie ich das geschildert habe, also sehr hoher Nutzen und möglichst sehr wenig Nebenwirkungen. Und wir versuchen dann bei den klinischen Prüfungen der Phase 3, wo die Wirksamkeit, aber auch die Sicherheit nochmal ermittelt wird, Tausende von Probanden zu inkludieren. Manchmal sind es mehrere klinische Prüfungen, manchmal sind es 10.000, um genau diesen Fragen nachzugehen und auch seltene Nebenwirkungen zu erfassen. Und wichtig ist dann auch wahrzunehmen, dass nach der Zulassung Impfstoffe A chargenweise geprüft werden vom Hersteller, aber auch vom Paul-Ehrlich-Institut. Das heißt, wir gehen Proben jeder einzelnen Charge, untersuchen dieselbe auf bestimmte Inhaltsstoffe, bestimmte Eigenschaften und erteilen dann die staatliche Chargenfreigabe. Das ist sehr wichtig wahrzunehmen und das andere auch. Nach der Zulassung eines Impfstoffes und der breiten Anwendung kommt ja erst die Empfehlung von Impfkommissionen wie der Ständigen Impfkommission, neben der Zulassung für bestimmte Bevölkerungsgruppen für die Impfung und nicht für die Impfstoffprodukte. Und wir von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts müssen natürlich die Nebenwirkungen weiter verfolgen, um sicher zu sein, dass das Nutzen-Risikoprofil auch nach der Zulassung weiterhin gegeben ist. Das heißt, auf Basis der Verdachtsfallmeldungen der weltweiten Geschehnisse bei der Anwendung solcher Impfstoffe sehen wir danach, dass weiterhin Nutzen weit gegenüber dem Risiko überwiegt und wenn nicht, können wir Maßnahmen dazu ergreifen. Das heißt, Impfstoffe sind eigentlich allumfassend reguliert. Das macht es vielleicht auch manchmal schwer, diese Impfstoffe tatsächlich in die Zulassung zu bringen und komplett zu entwickeln. Herr Schahin, eine Frage von außen. Dankeschön. Es gibt ja noch keine zugelassenen mRNA-Wirk- oder Impfstoffe. Ist es denn Zufall, dass ausgerechnet jetzt ein Produkt weit genug ist, dass es die Marktreife erlangen kann? Oder geht man aufgrund der aktuellen Dringlichkeit ein höheres Risiko ein als sonst? Nein, also mRNA-Impfstoffe werden seit über 20 Jahren erforscht und gerade in den letzten 5 Jahren hat die Technologie einen besonderen Reifegrad erreicht, so dass wir auch mit geringen Dosierungen zum Teil sehr ausgeprägte Immunantworten induzieren können. Eine Arzneimittelentwicklung bis zur Zulassung ist eben ein sehr, sehr kostenintensiver Prozess, der für jede neue Technologie, bis sie als Produkt zugelassen ist, Investitionen in Milliardenhöhe beinhaltet. Und die Pharmaindustrie ist auf diese Technologie erst seit einigen Jahren wirklich auch so aufgesprungen, dass sie für klinische Studien diese Technologien nutzt. Es gibt multiple Projekte, die in der Phase-2-Testung zum Beispiel bei Krebserkrankungen sind. Wir haben auch Phase-2-Projekte laufen und nach unseren eigenen Planungen rechnen wir damit, dass wir vielleicht unsere Produkte
bei nachgewiesener Wirksamkeit und Verträglichkeit in den nächsten 3 Jahren in einer Zulassung bringen können. Die Situation, in der wir es momentan sind, ist eine Ausnahmesituation, in der die Vorteile dieser Technologie eben eine Opportunität generieren für die Technologie, weil sie eben schnell reagieren kann, weil man Impfstoffe auch in verschiedenen Formaten und also mit verschiedenen Kandidaten entwickeln kann, dass sie hier die Möglichkeit hat, sich besonders zu bewähren. Ganz kurze Info, die Frau Fotin-Mieczek hat technische Probleme, sie versucht aber weiterhin dem Gespräch beizutreten und sie versuchen gerade alles, um reinzukommen. Ja. Da möchte ich mal gleich weiter noch bei dem Thema bleiben. Also gehen wir mal davon aus, dass der Impfstoff wirksam ist oder sich erfolgreich zeigt in der klinischen Studie und auch eine Immunität generiert. Sehen Sie denn Probleme bei den Herstellungskapazitäten, wenn der Impfstoff dann zugelassen ist? Eigentlich müsste man ja vielleicht jetzt schon eine Fabrik bauen, selbst wenn er vielleicht am Ende gar nicht wirkt. Und wer bezahlt das und welche Laborbedingungen müssen da eigentlich herrschen? Ja. Also zunächst einmal Herstellungskapazität ist relativ. Also die Frage ist, wie viele Impfstoffdosen werden wir für welche Region benötigen? Es gibt eine ganze Reihe von Entwicklern und die davon ausgehen, dass wir wirklich Milliarden Impfdosen benötigen, um auch eine globale Abdeckung mit Impfungen zu gewährleisten. Und natürlich sind, wie Herr Sichotek gesagt hat, multiple Projekte jetzt unterwegs. Aber wenn man tatsächlich von Milliarden Impfdosen ausgeht, dann müsste jedes dieser Projekte zwischen 10 und 100 Millionen Impfdosen generieren, damit wir eine weltweite Abdeckung haben. Dementsprechend brauchen wir wirklich eine hohe Kapazität und wir arbeiten. Wir haben in unserem Unternehmen schon eine gewisse Kapazität, die aber bei weitem noch nicht das abdeckt, was dann quasi nach einer Zulassung zum Beispiel in Europa oder in den USA notwendig wäre. Dementsprechend bauen wir unsere Kapazitäten aus. Ja. Um welchen Faktor unterscheidet sich denn das Potenzial der Massenproduktion und das Rollout-Tempo von RNA-Impfstoffen zu anderen Varianten? Das hängt von der Dosierung ab. Also eine ganz, ganz wichtige Unbekannte, die wir momentan alle noch nicht beantworten können, ist, welche Dosierung ist notwendig, um für diesen viralen Erreger eine protektive, schützende Immunantwort zu induzieren. Und das kann in einem einstelligen Mikrogrammbereich sein, das kann zweistellig sein, das kann aber auch dreistelliger Mikrogrammbereich sein. Und dadurch, dass wir im Prinzip zwei Zehnerpotenzen Unterschied haben können, bedeutet das auch für die Grundmenge an Material, was man herstellen muss, ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und dementsprechend kann man diese Frage wahrscheinlich sicherer, zumindest aus unserer Perspektive, im Juli, August beantworten. Vielleicht darf ich ergänzen, dass ja der Vorteil der RNA-Impfstoffe darin besteht, dass sie nicht wie bei zum Beispiel den inaktivierten Impfstoffen den Erreger unter hohen Sicherheitsbedingungen in großer Menge herstellen müssen und inaktivieren müssen, sondern sie haben es mit RNA zu tun und können sozusagen unter reduzierten Sicherheitsbedingungen nach Gentechnikgesetz oder Biostoffverordnung arbeiten. Das ist ein sehr großer Vorteil. Geschildert wurde schon der Vorteil, dass sie auch normalerweise bei der Herstellung von solchen inaktivierten Impfstoffen den Erreger in der Hand haben müssen, den Erreger genau spezifizieren müssen, das Saatgut dann erst herstellen und dann die Großanzüchtung vornehmen und danach die Inaktivierung. Das sind alle Prozesse, die hier in diesem Falle entfallen, weil sie mit gentechnischen Verfahren genau die RNA spezifizieren können, die benötigt wird für den Impfstoff. Und das bewirkt natürlich, dass hier schneller in der Entwicklung vorgegangen werden kann. Und dann ist aber auch richtig, dass wir abwarten müssen, wie die tatsächlich wirksamen Dosierungen sein werden, um genau abzuschätzen, welche Mengen RNA dann hergestellt werden müssen und welche Dosenanzahl dann in einer bestimmten Zeiteinheit hergestellt werden kann. Aber grundsätzlich geben uns die Hersteller an, dass eine bestimmte Menge RNA
in relativ kurzer Zeit dargestellt werden kann. Und das eröffnet zumindest die Möglichkeit, dass hier bei solchen Impfstoffen, das trifft übrigens auf RNA- und DNA-Impfstoffe zu, eine größere Anzahl von Dosen in der Zeiteinheit, in der Standardzeiteinheit hergestellt werden kann. Und ja, Sie haben völlig recht. Man muss natürlich zu irgendeinem Zeitpunkt relativ früh die Entscheidung treffen, wenn ich eine Indikation dafür habe, dass mein Produkt wirksam sein wird und gut verträglich, dass ich die Herstellungsprozesse und die Herstellungsstätten und auch die Abfülleinrichtungen dann schon darstelle, um den großen Bedarf befriedigen zu können. Und bei der Gelegenheit weise ich immer darauf hin, dass es notwendig sein wird, dass es mehr als ein Impfstoffprodukt gibt und dass es mehr als einen Hersteller gibt, weil das ist von Seiten eines einzelnen Unternehmens gar nicht zu schaffen. Ja, jetzt sind ja zwei deutsche Unternehmen weit mit vorne in der Forschung. Und wie sieht es aus, wenn die Impfstoffe erfolgreich sind? Werden sie dann erstmal in Deutschland verkauft oder international? Ist das durch den Wettbewerb getrieben, wie das verteilt wird, oder wie funktioniert das? Also einmal zum Wettbewerb ist es so, dass sich sowohl bei den akademischen als auch bei den industriellen Entwicklern schon ein weltweit Konsortium bilden. Das bedeutet, dass hier wirklich zusammengearbeitet wird. Zweitens, es geht natürlich um eine faire Verteilung in der Welt. Es ist nicht denkbar, dass ein Impfstoff in Deutschland hergestellt wird und nur in Deutschland verwendet wird. Hier werden wir darauf achten, und da gibt es schon auch entsprechende Gruppen, die darüber nachdenken, dass eine faire Verteilung gewährleistet ist, wenngleich auf der anderen Seite natürlich auch bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Altersgruppen je nach Indikation des Impfstoffes bedient werden müssen. Also wir müssen auf eine gute Balance hinwirken, dass A, der Bedarf in einem bestimmten Land tatsächlich gedeckt werden kann, aber zum anderen auch eine faire Verteilung weltweit passiert. Und dafür sind auch Arbeitsgruppen der Weltgesundheitsorganisation da, in denen auch Expertinnen und Experten des Paul-Ehrlich-Instituts Mitglieder sind, die darüber schon nachdenken. Herr Shahin, wir wissen schon aus den Analysen dieses kleinen Clusters aus der Ecke von München aus dem Januar, dass das Virus sehr schnell mutiert. Selbst innerhalb von einer Patientin konnten Sie da zwei Stämme nachweisen. Gehen Sie denn davon aus, dass sich das Virus bis zur Entwicklung eines Serums vielleicht schon verändert hat? Und was könnte das dann für die Wirksamkeit des Impfstoffes bedeuten? Muss man den unter Umständen immer wieder anpassen? Also wir und andere Wissenschaftler schauen sich die Sequenzierdaten der verschiedenen Viren, die isoliert werden von Patienten, sehr genau an. Wir sehen Veränderungen, das sind sogenannte Mutationen oder Polymorphismen, die man bei den Viren beobachtet. Sie sind allerdings gerade im Spike-Protein-Bereich nicht so frequent, und wir gehen davon aus, dass sich das Virus pro Zeiteinheit ohne den Selektionsdruck eines Impfstoffs nicht dramatisch verändern wird. Und dadurch, dass wir auch eine größere Fläche des Spike-Proteins als Kandidaten für die Impfentwicklung nutzen, gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier zumindest im Zeitraum von 6, 12, 18 Monaten keine dramatischen Veränderungen beobachten werden. Das Spike-Protein muss ja auch quasi immer wieder darauf, oder das Virus muss die Fitness behalten, seinen Rezeptor an seinen Rezeptor binden zu können. Dementsprechend kann es sich nicht allzu sehr leisten, aus der Struktur heraus zu mutieren. Wir hören jetzt von Fällen, in denen die Immunität nach überstandener Covid-Infektion möglicherweise schnell nachgelassen hat. Droht das der Impfung dann vielleicht auch, dass sie nur zwei, drei, ein paar Monate wirklich zu einem Impfschutz verhilft? Also da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen dem, was eine natürliche Immunität ist nach Erleiden einer COVID-2-Infektion und dem, was ein Impfstoff leistet. Tatsächlich wird im Rahmen der Untersuchung der Impfstoffe auch erhoben werden, wie lange die Immunität tatsächlich vorhält und ob man damit gewährleisten kann, dass auch ein Impfschutz für die längere Zeit da ist. Dadurch, dass ja auch mehrfach geimpft werden kann oder dass geboostert werden kann durch Immunverstärker und Ähnliches, kann man sich hier vorstellen, dass die Immunität, die von einem Impfstoff geleistet wird, möglicherweise höher sein kann als die natürliche Immunität nach einer Covid-Erkrankung oder Ähnlichem. Aber all das auf die Frage, wie sehr spielt da die Variabilität des Erregers eine Rolle, muss natürlich weiter verfolgt werden. Und erst wenn wir genau wissen, welche Teile des Erregers, welche Epitope
jetzt wichtig sind für den Impfschutz, kann man natürlich auch ermessen, ob diese Epitope jetzt im Verlauf der Erregerverteilung der Pandemie groß geändert werden oder nicht. Aber genauso wie Herr Schein das gesagt hat, gehen wir im Moment im ersten Ansatz davon aus, dass das, was wir an Variabilitäten sehen, die Impfstoffwirksamkeit momentan wohl nicht beeinträchtigen dürfte. Aber selbst wenn sie es hätte, haben wir ja mit den Mitteln, die wir in der Hand haben, mit den RNA-DNA-Vektorimpfstoffen, die Möglichkeit, die Erbinformation auch für die Impfstoffe sehr schnell anzupassen und vielleicht auch die Immunität etwas zu verbreitern, um dieser Variabilität entgegenzuwirken. Jetzt kam mir noch eine Frage von einem Journalisten. Herr Psychotex, Sie sagten vorhin, dass Phase 1 und 2 der klinischen Studien jetzt kombiniert wird. Hieß es nicht immer, die Phasen 2 und 3 könnten kombiniert werden? Und wie genau ist das jetzt? Wie können denn Phase 1 und 2 zusammengelegt werden? Also es ist so, das Wichtige ist wahrzunehmen, wir werden weiterhin die erforderliche Sorgfalt walten lassen bei der Entwicklung genauso wie der Prüfung dieser Impfstoffe. Das heißt, wir werden keine Shortcuts zulasten der Verträglichkeit oder der Wirksamkeit in irgendeiner Form vorkommen. Nachdem das gesagt wurde, kann man sich vorstellen, dass je nach den Bedingungen natürlich klinische Prüfungen kombiniert werden können, aber wir müssen schon unterscheiden, eine explorative Phase, wo wir dann wissen, ist der Impfstoff generell sicher und verträglich und haben wir eine klare Idee über die Dosierung. Und dann eine Phase, wo wir mit einer größeren Datenerhebung auch mit großen Fallzahlen sicher sind, dass die Dosierung eine genügende Immunität ergibt und dass auch die Sicherheit bis zu einer bestimmten Häufigkeit einer Nebenwirkung klar erfasst werden kann. Darauf werden wir weiterhin Wert legen. Und das kann beinhalten, dass gewisse Phasen der klinischen Prüfung kombiniert werden, die man ansonsten eher separat abhalten würde. Und ja, wir haben in diesem Falle genehmigt, dass eine Phase 1 durchgeführt wird an, korrigiere mich, aber 200 Personen, wenn mich hier alles täuscht, dass dann Daten dem Paul-Ehrlich-Institut vorgelegt werden, dass dann das Go gegeben wird für eine weitere Phase mit 500 Probanden und dass dann die Daten kombiniert werden und danach wird man oder auch schon im Verlauf, wenn man gute Daten hat, darüber nachdenken können, ob nochmal eine größere klinische Prüfung durchgeführt wird und das muss ganz sicher sein. An mehreren tausend, manchmal denkt man vielleicht schon an mehrere 10.000 Probanden, aber die wichtigste Voraussetzung, wir können geistig schon den Sprung machen und weiter vorausdenken. Die wichtigste Voraussetzung sind harte Daten, die wir ermitteln in den klinischen Prüfungen und davon darf nicht abgewichen werden. Ist es denn grundsätzlich eigentlich klug, jetzt in so eine neue Technologie sie einzusetzen, wenn es jetzt gerade jetzt auf die öffentliche Akzeptanz ankommt, dass ausreichend viele Menschen geimpft werden und sich auch impfen lassen? Wie schätzen Sie die Situation jetzt hier in dieser Covid-Pandemie dazu ein? Also aus meiner Sicht gibt es da keine Vorbehalte. Und wie Herr Sein das auch schon bemerkt hat, gibt es ja auch von der Firma Vorergebnisse im Bereich der Krebsimmuntherapie, sodass wir generell wissen, dass die Technologie sicher ist. Wir haben zum Beispiel bei den DNA-Impfstoffen lange Jahrzehnte damit verbracht, einem theoretischen Risiko nachzugehen, das sich dann auch in klinischen Prüfungen und am Tier eigentlich nie bewahrheitet hat. Bei den RNA-Impfstoffen kommt dieses spezielle theoretische Risiko nicht vor. Und im Wesentlichen ist ja RNA die Substanz, die auch natürlicherweise von den Zellen benutzt wird, um dann in Eiweiße, in Proteinen, in Erregerbestandteil übersetzt wird. Insofern gibt es viele Anzeichen dafür, dass diese Technologie sicher sein dürfte. Aber der Datensatz wird ganz klar am Tier erhoben werden und auch am Menschen erhoben werden. Und wir werden auch Wert darauf legen, dass ganz bestimmte Risiken, und dieser Gedanke ist auch natürlicherweise bei den Entwicklern schon da, in Tierversuchen vor Beginn größerer klinischer Prüfungen abgeklärt werden, damit hier nichts passiert, was den Impfgedanken in irgendeiner Form beeinträchtigen könnte. Herr Sahin, vielleicht können Sie dazu noch sagen,
Was haben Sie denn jetzt vielleicht schon beobachtet zu überschießenden Immunreaktionen? Also beziehungsweise wie schätzen Sie das Risiko für infektionsverstärkende Antikörper, also ADE, ein? Oh, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also die zweite Frage würde ich vielleicht auch Herrn Cichetek überlassen. Aber zu der ersten Frage ist, wir setzen RNA-Impfstoffe jetzt seit circa 7 Jahren ein, haben über 400 Patienten mit RNA-Impfstoffen behandelt und teilweise mit deutlich höheren Dosierungen als das, wie es jetzt für eine Impfstoffentwicklung für Infektionsimpfstoffe notwendig ist. Und wir sehen immer wieder bei den RNA-Impfstoffen die gleichen Profile. Wir haben RNA, zumindest eine bestimmte Form von RNA, kommt mit einer gewissen immunstimulierenden Wirkung. Und je nach Dosis haben unsere Patienten, die wir behandeln, diese Effekte, wie zum Beispiel Fieber und Zeichen, die auch an eine grippeähnliche Situation erinnern. Wir werden hier für unseren Infektionsimpfstoff mit deutlich niedrigeren Dosierungen arbeiten, weil wir im Gegensatz zu Krebs, wo eben eine Immunantwort gegen Selbstantigene induziert werden muss, und das ist sehr viel schwieriger zu erreichen als eine Immunantwort gegen ein fremdes Antigen, mit deutlich niedrigeren Dosierungen und mit ein oder zwei Injektionen ein Ergebnis erreicht werden kann, was im onkologischen Bereich teilweise auch Wochen und monatelange Behandlungen beinhaltet. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir aufgrund der Erfahrungen hier ein gutes Profil zu erwarten haben. Aber wir haben auf der anderen Seite auch niemals Studien an tausenden Personen durchgeführt. Und das ist das, was jetzt notwendig ist, um seltene Nebenwirkungen zu identifizieren. Ich sage gern was zu den zwei hauptsächlich formulierten theoretischen Risiken gehört. Wir wissen, dass Impfstoffe bei bestimmten Erregern zu einer verstärkten Krankheit führen können nach der Impfung, wenn dann nochmal eine Exposition passiert. Und da handelt es sich einmal um diese Enhancing Antibodies, ADE, Antibody Dependent Enhancement. Das muss man unterscheiden von dem zweiten Phänomen, einer starken Polarisierung der Immunantwort in Richtung auf TH2, wie wir so schon sagen. Da gibt es zur zweiten Frage bestimmte Leitzytokine, die man messen kann. Und die werden sicherlich in größeren klinischen Prüfungen gemessen werden. Zum anderen wird diesem Phänomen auch in Tierversuchen nachgegangen werden. Das müssen wir voraussetzen. Und genauso ist das bei diesem durch Antikörper verstärkten Krankheit im ADE. Auch hier gibt es Mechanismen, die wir verstehen, und Antikörper, die man vielleicht messen kann in Laboruntersuchungen. Aber wir müssen schon verstehen, wir kennen diesen Erreger hier erst nach sehr kurzer Zeit. Und natürlich müssen bestimmte Testsysteme oder auch geeignete Tiermodelle zum Teil noch aufgebaut werden und Erfahrung muss da gesammelt werden. Aber ja, das haben wir klar im Blick. Auch die Entwickler haben das klar im Blick vom ersten Moment des Designs eines entsprechenden Impfstoffproduktes, und dem wird nachgegangen werden, um dieses Risiko so weit wie möglich zu reduzieren. Ich habe jetzt noch eine etwas allgemeinere Frage, auf die wir schon am Rande eingegangen sind. Viele Firmen und Forscher arbeiten an unterschiedlichen Impfstoffstrategien. Gibt es eine koordinierende Stelle oder eine Art Netzwerk, die die verschiedenen Ansätze transparent macht? Und hat eine solche Koordination möglicherweise auch einen Einfluss auf den Zeitpunkt, wann ein Impfstoff zur Verfügung steht? Ja, also ja, es gibt turnusmäßige Treffen auch bei der Weltgesundheitsorganisation in entsprechenden Gruppen. Trotzdem ist es natürlich den Impfstoffherstellern und Entwicklern überlassen, welche Konsortien sie formen. Und das ist ein selbstregulierendes System, wo also auch versucht wird, mit unterschiedlichen Technologien Synergien zu entwickeln, um zu einem besonders guten und beschleunigt zu entwickelnden Impfstoffprodukt zu kommen. Und das wird natürlich die Beschleunigung betreffen. Und ich gehe nicht von einer Behinderung aus. Aber es gibt keine Weltkoordination der Impfstoffentwicklung in dem Sinne. Es gibt, wenn man wissen will, wie viele Impfstoffe derzeit entwickelt werden,
bei der WHO eine Webpage, auf der man gucken kann. Es gibt auch clinicaltrials.gov. Da muss ich aber mit Vorbehalt sagen, da muss man sehr genau wissen, worum es sich handelt, denn dort ist alles zusammen, die therapeutischen Impfstoffe, die präventiven Impfstoffe und vieles ein bisschen durcheinander. Da muss man dann schon genau hingucken, wie viele Projekte es sich handelt. Aber ich habe ja eben schon erwähnt, dass man, wenn man da mit Verstand hinguckt, wir im Moment von 7 Entwicklungen in klinischer Prüfung ausgehen. Und ja, es gibt keine Weltkoordination, aber ja, eine insgesamt Verständigung auf der Ebene der Weltgesundheitsorganisation darüber, wie solche Entwicklungen passieren sollen. Und es gibt auch jetzt schon ein sogenanntes Impfstoff-Solidarity-Protokoll, das die WHO in ihren Gruppen entworfen hat, an dem wir auch mitgearbeitet haben, bei dem Wert darauf gelegt wird, dass dann wirklich auch die Bedürfnisse der Weltbevölkerung hier bei der Prüfung solcher Impfstoffe tatsächlich zur Geltung kommen. Es gibt da noch eine passende Frage dazu an Sie, Herr Shahin. Warum arbeiten Sie nicht mit der CEPI, der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, zusammen? Wir haben Kooperationen mit der Bill und Melinda Gates Foundation und hatten uns in unserer Entwicklung nicht spezifisch auf Pandemie, Impfstoffentwicklung und die im Fokus des CEPI sind fokussiert. Unser Schwerpunkt ist ja im Bereich onkologische Krebstherapeutika und entsprechend haben wir kein CEPI-Projekt, aber die Kooperation mit der Bill & Melinda Gates Foundation ist im Prinzip das Analog zu der CEPI-Kooperation. Dementsprechend sind wir auch über die Foundation sehr gut vernetzt mit anderen Wissenschaftlern und Impfstoffentwicklern. Ja, und was glauben Sie jetzt? Jetzt sind Sie in der ersten klinischen Prüfung. Wie lange wird es wohl dauern, bis wir den Impfstoff haben und welche Faktoren könnten das vielleicht noch beschleunigen? Und was glauben Sie, wird der Impfstoff am Ende kosten? Das sind zwei Fragen, die ich nicht beantworten kann. Wir können im Prinzip von unserer Seite haben wir unsere Zielsetzung, dass wir im Rahmen der regulatorischen Möglichkeiten eben die klinische Testung akzelerieren und forcieren möchten, natürlich unter Beachtung aller regulatorischen Vorgaben und auch Beobachtungen der Probanden, die geimpft werden. Wir müssen Sicherheitsdaten generieren. Wir werden ganz sicher weitere wissenschaftliche Daten in der Präklinik generieren, sei es im Labor oder eben wie im Tier, wie es Psychotech dargestellt hat. Und wir werden über Kooperationen, Kooperationspartner versuchen zu verstehen, ja, wie der Immunschutz bei dieser Erkrankung funktioniert. Was sind die Komponenten? Welche Antikörpertäter sind notwendig, um sicherzustellen, dass zum Beispiel eine Person wirklich einen Impfschutz hat? Und vielleicht können wir auch aus Bereichen lernen, aus Projekten lernen, wie zum Beispiel Antikörperapplikation, es werden auch monoklonale Antikörper entwickelt, die eben verschiedene Dosierungen testen, um zu überprüfen, ob derartige Antikörper dann auch genauso wie Impfungen einen Schutz vermitteln können. Also das Feld ist momentan sehr aktiv und ich glaube, am Ende wird es auf ein Gesamtpaket hinauslaufen mit wissenschaftlichen Daten, mit Verträglichkeitsdaten, mit Aktivitätsdaten und vielleicht auch notwendigerweise mit Wirksamkeitsdaten. Aber es kann aber auch ein Mix ausreichend sein. Da ist Herr Psychotech sicherlich derjenige, der die Anforderungen besser definieren kann. Ja, wir letzte Woche haben Sie beide ja schon das Pressbriefing gegeben, ausgestattet vom Paul-Ehrlich-Institut, als Sie verkündet haben, dass dieser erste Impfstoff nun in die klinische Studie geht. Das war ja doch eine neue, ungewöhnliche Kommunikation zum Start einer klinischen Studie. Welchen Hintergrund hatte das, Herr Psychotech, und warum haben Sie sich da BioNTech herausgegriffen?
Das ist ganz einfach so, dass ich glaube, ein großes Informationsbedürfnis in den Fachkreisen bei der Politik und bei der Öffentlichkeit herrscht. Und wir hielten es für richtig, darüber zu informieren, dass auch eine erste klinische Impfstoffprüfung gegen Covid-19 in Deutschland genehmigt werden konnte. Nummer zwei, wir haben den Weg zusammen mit dem Antragsteller gewählt, weil es bestimmte vertrauliche Informationen gibt, die wir von unserer Seite normalerweise nicht weitergeben würden. Beispielsweise sind wir gehalten, Informationen über pivotale klinische Prüfungen, meistens Phase 2 und 3, durchaus öffentlich zu machen in Tabellenformat. Aber die Details einer klinischen Prüfung oder frühe klinische Prüfung, darüber schweigen wir. Wenn aber der Entwickler uns dieser Schweigepflicht entbindet, dann können wir das tun und insofern wurde das Format gewählt, mit dem Entwickler zusammen diese Informationen an die Öffentlichkeit zu geben. Drittens, warum BioNTech? Wir werden das genauso tun mit anderen Entwicklern und deren genehmigter klinischer Prüfungen. In diesem Falle war BioNTech lediglich der Entwickler, der den ersten Genehmigungsantrag gestellt hat, der dann auch positiv beschieden werden konnte. Insofern hat sich diese Konstellation ergeben. Aber grundsätzlich werden wir fair und gleichberechtigt gegenüber allen Antragstellern sein. Also wird es erneut Pressemitteilungen und Pressbriefings geben? So ist es. Inwiefern war Ihnen denn oder ist Ihnen denn bewusst, dass die Pressekonferenz von vergangener Woche einen finanziellen Impact für BioNTech hatte? Das ist für uns nicht relevant gewesen, sondern der Punkt von unserer Seite ist, dass es eine Notwendigkeit gibt, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass auch die Impfstoffentwicklungen in Deutschland vorgenommen werden. Da ist ja ein großer Bedarf da. Und wir haben über die sachlichen Hintergründe informiert, auch von unserer Seite. Und wenn Sie unsere Pressemitteilung dazu lesen, ist es eine ganz sachliche Information darüber, was hier genehmigt werden konnte. Und es gibt bestimmte Details, die nur vom Antragsteller selber, in diesem Fall von der Firma BioNTech, bei diesem Pressebriefing weitergegeben wurden. So wurde das aufgeteilt. Vielleicht kann ich da auch noch ergänzen, dass wir natürlich gezwungen sind, auch als Unternehmen, wenn wir so einen Schritt machen, eine Presseerklärung zu machen. Das heißt, die Presseerklärung des Paul-Ehrlich-Instituts mag zwar assoziiert sein mit einer Börsenreaktion, aber die wäre auch passiert, wenn wir, und wir haben ja parallel dazu auch eine Presseerklärung rausgegeben, die Erwartungshaltung, die öffentliche Erwartungshaltung ist eben halt an Impfstoffe so hoch, dass solche Reaktionen stattfinden. Und wir können diese Information auch nicht zurückhalten, sondern sind gezwungen, jeglichen wichtigen Fortschritt auch öffentlich zu kommunizieren. Vielleicht darf ich noch ergänzen, aber das bezieht sich jetzt nicht auf dieses Pressebriefing, das stattgefunden hat, dass es manchmal gar nicht schlecht ist, wenn solche Informationen behördlich flankiert werden, weil dadurch doch eine gewisse Sachlichkeit eintritt und die Erwartungshaltung vielleicht angemessen gesteuert werden im Vergleich zu dem, was sich ansonsten an Presseinformationen weltweit schon zu diesem und anderen Themen im Zusammenhang mit Covid-19 gesehen habe. Dann noch eine schnelle kleine Abschlussfrage an Sie, Herr Shahin. Wann geht das denn eigentlich los mit der klinischen Studie? Ist der erste Kandidat schon geimpft worden? Also wir hatten ja schon in einer vorausgehenden Presseerklärung im Februar gesagt, dass wir Ende April starten wollen und Ende April über unseren ersten Probanden berichten wollen. Das ist immer noch der Plan. Wunderbar. Ich danke Ihnen beiden vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns zu informieren. Es ist sehr schade, dass Frau Fotimitschik nicht dabei sein konnte. Nichtsdestotrotz wunderbar, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich möchte noch darauf hinweisen, an die Journalisten. Wir werden den Mitschnitt ungefähr in einer Stunde bei uns auf der Webseite zur Verfügung stellen und auch umgehend an dem Transkript arbeiten, was hoffentlich heute Abend noch fertig wird. Vielen Dank an alle und einen schönen Nachmittag noch. Ja, danke schön. Schönen Tag. Danke, tschüss.